Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück. So, und zu einem neuen Part von The Evil Within natürlich. Ja, ich glaube, ich hab's hinbekommen. Mal schauen, ob es mir nochmal gelingt. Ja, wie gewohnt, ich habe jetzt, ich habe das Spiel jetzt nochmal geladen. Das heißt, wir müssen jetzt das ganze Klumpert hier nochmal einsammeln. Und natürlich auch die Herrschaften da vorne töten. Die sind aber so beschäftigt mit dem, mit ihrer Mittagspause, wollte ich gerade sagen. Dass sie uns nicht bemerken. Ich würde gerne die Bombe hier abmontieren. Ich weiß genau, ich krieg's wieder nicht hin. Wow, hinbekommen. Müsste ich jetzt gerade speichern gehen? Ich werde es auch speichern gehen, könnt ihr euch sicher sein. Ich gehe das richtig, ich gehe das echt gerne gleich speichern, weil das kriege ich nie wieder hin, falls ich nochmal verrecke. So haben wir wenigstens wieder ein bisschen Bastelzeug, um uns einen Bolzen zu basteln. Geht es Ihnen nicht gut? Wohl, alles gut. Ich wollte nur noch einmal Sie schnell. Sehen nicht gut aus. Speichern, weil ich was hinbekommen habe, was sonst nie der Fall ist. Also wir speichern hier bitte. Ja. Ich hoffe, das Spiel ist gleich mal vorbei, ey. Meine dünnen Nerven halten das nicht mehr allzu lang aus. So. Dann gehen wir es an. Ich habe schon überlegt, ob wir eine Granate schmeißen sollten. Wollte ich ehrlich gesagt nicht. Die Schrot ist mir ehrlich gesagt zu wertvoll. Das wollte ich auch nicht. Das war gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den dann noch zwegen bringe. Ja, sehr gut. Hui. Glück gehabt. Würde ich mal sagen. So. Gibt es hier vielleicht ein grünes Elixier? Ich glaube nicht, aber hier. Ich glaube, wir haben uns sogar eine Munition gespart. Wahnsinn, oder? So, schnell kaputt machen alles. So, ist gut. Na, hoffentlich wird das was. So, also. Was haben wir hier? Mir kommt vor, ich habe mich vertan, ne? Also die linken, also die rechte Gehirnhälfte ist einmal komplett falsch. Tatsächlich liegt der Hinweis versteckt im Tonband. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Genau. Und da müssen wir hin. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Boah, ich hoffe, ich mache das richtig. Ich glaube, hier ungefähr war es. Ich hoffe. Nee. Da geht's raus, rüber. Und da unten geht's wieder herein. Ich habe so Angst, ich hoffe, das stimmt. Also. Yeah! Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das, wie hast du es genannt? Dein Allerheiligstes?
ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist wirklich Leslie. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Das Kind. Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Na, ich wollte ihn jetzt gerade verhauen. So nehme ich. Alter, mich trifft doch mal der Schlag hier. Alter, ich gehe mal speichern, okay? Das haben wir ja souverän gekriegt. So, mal schnell ins Safe Room. Geht es Ihnen nicht gut? Na, wenn ich dieses Spiel spiele, geht es mir generell nicht gut. So, ich wollte nur schauen, wie viele Spritzen haben wir denn? Zwei. Ich werde gleich mal eine für uns nutzen. So, und das werden wir jetzt speichern. Boah, Alter. Grausame Absichten. Ja, das ist wirklich grausam. Das ganze Spiel ist einfach nur grausame Absicht. Das stimmt, ja. Boah, ich muss mich mal ordentlich hinsetzen. Boah. Okay, Raum 1 haben wir aktiviert. Es kann ja nur besser werden. So. So. Dann würde ich sagen, Raum 2. Alter, dieses Tor. Würde ich sagen, probieren wir das dann mal aus, oder? So, dann hauen wir alles zusammen. Zusammenhauen. Ich sollte mir vielleicht auch schon mal ein Versteck überlegen. Am besten ist im Safe Room bleiben, echt. Yeah, eine Spritze. Wie schön. Das freut mich wirklich. Okay, die gehen nicht. Oh, hier meine Flasche. Das ist aber schlecht, oder? Steuerung. Oh, Alter. Scheinbar, wenn das wieder aus ist, können wir scheinbar wieder normal arbeiten. Vielleicht darf man auch nicht so einen Krach machen. Habe ich mir schon mal gedacht. Thank you.
Von woher kam es, dieses Geräusch? Alter, mir geht die Bomben. Wir haben gespeichert, ne? Nein, das war zu früh. Egal. Scheiße. Scheiße, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Das Problem mit mir ist halt immer das, dass ich so Schiss hab. So richtig Schiss und Angst. Aber woher kommt dieses komische... Natürlich habe ich auch vor diesem Psychotypen Angst, ne? Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Zwei Welten getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Sie verlachen die Tragödie. Und unter hilflose Opfer, die alles verlieren. Ja... Da haben wir wieder ein Rätsel. Was sollen wir da machen? Was einsetzen? Brauchen wir da was? Vor allem, wo kriegen wir das her? Machen können wir da nichts, ne? Da müssen wir halt wieder gehen. Wo kommt das Geräusch her? Von da draußen? Zahnräder hin, oder? Aha. Okay, verschlossen. Ja! Hallo! Ups. Ja. Ich grübe immer noch bei der einen Tür nach, ne? Das scheinen dieselben Zahnräder zu sein, die wir sie hier bei der großen Tür sehen. Das heißt, ich muss die erst einmal finden, ne? Oder wie?
Na, Gnädigste? Alles frisch im Schlüpfer? Bei mir schaut's nicht so aus. Na, Spaß. Spaß, reiner Spaß. Ja, es ist eine Freude, das Spiel hier. Grauenvoll. Kann ich mir die Zahnräder ausbauen? Das bezweifle ich. Naja. Okay, hier geht's gut. Hier geht's weiter. Alter, das wollte ich. Die wollte gerade schießen, blöde Kuh. Das mit der Genauigkeit kann ich auch vergessen. Echt unglaublich. Lad nach, nicht schlagen, du sollst laden. Unglaublich, ich wollte mich gerade von hinten anschleichen, verstehst? Aber ist ja eh Wurst. So, ich werde jetzt eh sowieso gleich verrecken. Ja. Yeah. Oder auch nicht. So, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Munition da haben. Apropos Munition, ne? Nachladen wäre auch gut. Eine volle Schrott kann man immer brauchen. La li la 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 la. Hochklettern will ich da noch nicht. Da. Ich glaube, ich kletter doch mal hoch. Ja. Oh, oi, 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 oi. Das wollte ich gerade nicht. Du Arschkopf. Arschkopf. Boah, ey. Full hergerichtet. Full. Sauerei ist es. Ah, oberes Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad. Eine Safe mit den Ziffern 0 bis 24. Tja, jetzt ist die Frage, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 11 Personen sind hier. Dieses Bild hat sicher einen Hinweis auf den Code, den man braucht. Oder? Versucht er verzweifelt? Vielleicht mit Lampe. Vielleicht ist es leichter mit Lampe zu sehen.
Ich versuche hier eine Zahl herauszubekommen. Mit Licht auch nicht, ne? Wir könnten uns merken, 11 Köpfe sind hier, ne? Vielleicht ist das die Zahl, die wir brauchen. 11. Mach diese Ausdauer, diese null vorhandene. Ja, ja. Ausdauer ist scheiße. Ausdauer ist scheiße. Ich wollte jetzt ins Safe House laufen. Schnell weg. Aber der Part ist Gott sei Dank eh zu Ende. Schön, dann muss ich das nochmal machen. Ihr Lieben, boah, das ist ein hartes Kapitel. Ich bedanke mich von ganzem Herzen wieder mal fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Ich bin leicht nervös und ein bisschen unrund schon. Genervt vor allem. Der Typ geht mir wahnsinnig auf den Keks. Aber was soll er machen? Auf jeden Fall, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.